Hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit deinem iPhone deine Arbeitszeit ganz komfortabel erfassen kannst und tracken kannst, um den Überblick zu bewahren. Ganz klar, es gibt tolle Apps, die du dir herunterladen oder auch kaufen kannst im App Store, aber es gibt viele, die das eben nicht wollen oder die Vorteile von einem Tabellenverarbeitungsprogramm nutzen wollen, um hier sich die Daten unterschiedlich anzeigen lassen zu können. Ich zeige dir in diesem Video, wie das Ganze mit Onboard-Mitteln geht. Einmal mit Numbers, das Tabellenprogramm von Apple, ist kostenlos, aber noch nicht vorinstalliert auf dem iPhone standardmäßig, kannst du dir aber kostenlos runterladen. Und die App Kurzbefehle, die ist standardmäßig schon mit drauf. Diese zwei Apps brauchst du und dann kannst du mit mir gemeinsam loslegen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht, denn das Ganze wird etwas länger gehen in diesem Video, weil ich einfach Schritt für Schritt zeige, wie du was machen kannst. Es soll ja dir helfen und nicht nur einen kurzen Abriss geben, wie es prinzipiell geht. Du sollst es ja auch umsetzen können. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Zuallererst für den ersten Schritt zeige ich dir, wie du eine Tabelle anlegen musst, damit du das Grundgerüst hast, und in diese Tabelle werden dann die Arbeitszeiten eingetragen. Und das Coole ist, du kannst auch im Nachhinein noch Änderungen ganz komfortabel vornehmen in dieser Tabelle, aber der eigentliche Nutzen soll sein, und das zeige ich dir dann im zweiten Schritt, wie du über den Fokusmodus automatisch die Startarbeitszeit bzw. auch die Endarbeitszeit eintragen lassen kannst in dieser Tabelle. Und im dritten Schritt gehe ich noch darauf ein, wie du in der Tabelle die Ansicht so abändern kannst bzw. wie du eine ergänzende Ansicht schaffen kannst, die dir dann die Arbeitszeit der Woche, des Monats, des Quartals oder des die Jahresübersicht eben anzeigt. Ja, also diese verschiedenen Varianten, die möchte ich dir in diesem Video zeigen. Okay, Schritt 1, beginnen wir mit Numbers. Öffne dazu die App Numbers und dort legst du dann natürlich über den Plus-Button an einem Speicherort deiner Wahl eine neue Tabelle an. Und zwar brauchst du da einfach nur die leere weiße Tabelle, Tabellenvorlage, die kannst du einfach mal auswählen. Und da brauchen wir nicht viel. Wir brauchen nur drei Spalten erstmal in der Grundversion. Die erste Spalte, die soll die Uhrzeit und auch das Datum beinhalten. Also Datum und Uhrzeit, so benenne ich das Ganze. Die Benennung ist natürlich freigestellt. Die zweite Spalte, die soll dann angeben, ob du gerade mit der Arbeit startest oder sie beendest. Also Start-Ende. Und in der dritten Spalte soll dann die eigentliche Arbeitszeit stehen. Also da kommt dann am Ende auch eine Formel rein. Auf die gehe ich dann im nächsten Schritt ein, beziehungsweise im dritten Schritt. So, das nenne ich Arbeitszeit. Alle anderen Spalten D bis G, die kannst du markieren und hier unten über den Button Spalte, über den roten Mülleimer einfach löschen. Und genau dasselbe machst du mit den Zeilen 3 bis 22. Also eine Leerzeile, die musst du auf jeden Fall stehen lassen. Auch diese Zeilen einfach löschen. So, damit haben wir Schritt Nummer 1 fast fertig, denn diese Tabelle braucht noch einen sinnvollen Namen. Dazu gehe ich jetzt hier einfach oben links auf Zurück und benenne diese Tabelle einfach schnell um in Arbeitszeit. Fertig. Das soll hier mal genügen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Um komfortabel deine Arbeitszeiten in dieser Tabelle eintragen zu können, musst du nicht extra diese Tabelle öffnen, sondern du kannst einfach den Fokusmodus nutzen. Das heißt, wenn du in irgendeiner App, wo auch immer, oder gerade dein iPhone in der Hand hast und du gehst in das Kontrollzentrum und änderst hier den Fokusmodus ab, dass dann automatisch beim Aktivieren eines Fokus, dass dann automatisch die Startzeit eingetragen wird und wenn du diesen Fokus wieder beendest, dass dann die Endzeit automatisch eingetragen wird. Ja, wie geht das? Du brauchst natürlich einen Fokus, den kannst du dir in den Einstellungen entsprechend vorkonfigurieren oder du nutzt einfach einen dieser Vorlagen, zum Beispiel Arbeiten ist standardmäßig, glaube ich, auch schon mit dabei als Fokus. Und nun brauchst du die App Kurzbefehle. Öffne die App Kurzbefehle. Und dort findest du unten in der Mitte beim Reiter Automation die Möglichkeit, dir eine Automation zu erstellen. Und dann gehst du oben rechts auf den Plus-Button und erstellst eine Automation. Wir brauchen insgesamt am Ende zwei Automationen, einmal fürs Starten, einmal fürs Beenden. Persönliche Automation erstellen.
Und dann kannst du hier runter scrollen und den Trigger Fokus auswählen. Ich verwende jetzt den Trigger YouTube. Das heißt, wenn ich den Fokus YouTube aktiviere, dann soll etwas passieren. Im nächsten Fenster kannst du nämlich dann sagen, soll das ausgeführt werden beim Aktivieren oder beim Deaktivieren. Wir halten es einfach. Wir verwenden jetzt nur beim Aktivieren. Gehen dann oben rechts auf Weiter und dann brauchst du nur eine einzige Aktion. Tippe also auf Aktion hinzufügen und nun suchst du nach Numbers. Wenn du danach suchst, dann findest du unten in der Übersicht der Aktion, findest du die Aktion Zeilen oben oder unten zur Tabelle hinzufügen. Diese Aktion einfach antippen und dann landet die hier im Aktionsfeld. Und nun musst du einfach nur sagen, welche Werte sollen eingetragen werden. Ja, und wir brauchen eben nur zwei Werte. Einmal Datum mit Uhrzeit und ob du gerade startest oder das Ganze beendest. Also hier in das ausgebleichte Feld Werte reintippen. Dann hast du über der Tastatur hast du die Variable aktuelles Datum. Das einfach auswählen. Den Rest kannst du so lassen. Das passt in der Standardeinstellung. Dann tippst du nochmal auf das Plus. Und hier gibst du jetzt einfach ein Start. Das ist sozusagen dann unsere Variable, um im Tabellenprogramm später auch die Formel richtig verwenden zu können. Fertig. Dann tippst du in das ausgebleichte Feld Numbers-Tabelle. Wenn du da reintippst, dann öffnet sich die Dateiauswahl und du wählst jetzt einfach die Numbers-Tabelle aus, die du erstellt hast. Also Arbeitszeit. Und der Rest kann genauso bleiben. Damit ist der Kurzbefehl fertig. Du tippst oben rechts auf Weiter. Dann mache ich hier noch das X. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du in der nächsten Ansicht vor Ausführen bestätigen das Ganze deaktivierst. Also nicht bestätigen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine standortabhängige Automation ausführen zu lassen. Aber das Problem ist, Numbers muss oder kann nur Eintragungen empfangen, wenn dein iPhone entsperrt ist. Das heißt, wenn du dein iPhone in der Hosentasche hast und du verlässt einen bestimmten Bereich von der Arbeit oder du betrittst ihn, dann würde die Automation zwar anfangen zu starten, aber braucht unbedingt eine Entsperrung deines iPhones, um auch in die Tabelle eintragen zu können. Das ist einfach der Haken an der Sache. Du kannst es natürlich verwenden mit Standardabfrage, aber sei gewarnt, du musst dein iPhone dazu entsperren. Das ist der Haken in der Geschichte. Gut, dann einfach auf Fertig tippen und genau dasselbe brauchst du jetzt noch, wenn du eben den Fokus deaktivierst. Also nochmal oben rechts auf Plus tippen, persönliche Automation erstellen und jetzt gehst du wieder runter zu dem Fokus, in meinem Fall YouTube und diesmal ändere ich hier das Ganze ab auf beim Deaktivieren und deaktiviere den Haken beim Aktivieren und dann auf Weiter. Und füge wieder die Aktion hinzu, die du gerade gesehen hast. Ich suche nach Numbers und füge die Aktion Zeile oben oder unten hinzufügen. Füge wieder das aktuelle Datum hinzu, plus und diesmal gebe ich den Text Ende ein, fertig und füge das wieder in die Arbeitszeittabelle hinzu. X, weiter. Auch hier wieder Vorausführen bestätigen, deaktivieren, nicht bestätigen, fertig. Okay, jetzt solltest du das Ganze testen. Du kannst dazu auch Numbers einfach mal schließen und du siehst, das wird auch funktionieren, wenn Numbers gar nicht offen ist. Das heißt, ich gehe jetzt ins Kontrollzentrum, deaktiviere YouTube und damit wird automatisch, weil mein iPhone entsperrt ist, hier Numbers geöffnet. Und jetzt aktiviere ich wieder meinen Fokus YouTube und es wird automatisch wieder der Wert in die Tabelle eingetragen. Jetzt hast du Ende und Start. Jetzt muss ich hier das Ganze nochmal deaktivieren, damit ich auch wirklich ein Ende der Arbeitszeit habe. Denn wir brauchen jetzt ein paar Dummy-Werte, um im dritten Schritt hier diese Tabelle noch fertig zu machen. Bevor wir aber die Dummy-Werte hier ergänzen, kannst du jetzt die Zeile 2 löschen, also die markieren und die einfach mal löschen und den ersten Eintrag Ende, den löschen wir auch mal. Du brauchst also einen Startwert und einen Endwert. Diese zwei Werte brauchen wir, um die Formel jetzt erstellen zu können. Die Formel berechnet einfach die Arbeitszeit und zwar nur, wenn in der zweiten Spalte ein Ende dasteht.
Ganz einfach umsetzbar. Tippe dazu in die Zelle unten rechts rein. Dann tippst du unten rechts auf Zelle und wählst neue Formel aus. Damit öffnet sich der Formeleditor und du kannst jetzt die Formel eingeben. Du brauchst ja eine bedingte Anweisung, also eine Wenn-Angabe. Wenn, dann tippst du diesen grauen Button Wenn an. Ja, wenn welcher Ausdruck? Natürlich, wenn die Zelle, wo Ende und Start drin steht. Das wählst du also aus, also die Zelle links daneben, die wählst du aus. Wenn diese Zelle ist gleich, jetzt musst du hier ein ist gleich eingeben. Wenn das was ist? Ende. Also wir brauchen ein Anführungszeichen. Na, wo sind sie? Anführungszeichen, dann gibst du einfach Ende ein und ganz wichtig, achte hier auf Groß- und Kleinschreibung, denn wir haben einfach eine Abfrage, stimmen diese Werte überein? Und Anführungszeichen Ende. So sollte das Ganze aussehen. Wenn das der Fall ist, wenn da wirklich ein Ende steht in dieser Zelle links nebendran, dann soll was passieren. Dann scrollst du hier ein bisschen rüber. Wenn wahr, dann tippst du diese Variable wenn wahr an. Ja, was soll dann sein? Dann soll die Arbeitszeit berechnet werden. Und das ist nichts anderes als die Endzeit minus die Startzeit. Also tippst du ganz links die Zelle an, dann gibst du ein Minus ein und dann tippst du die Zelle darüber an, das ist ja die Startzeit und das berechnet dann die Zeit. Wenn das aber kein Ende beinhaltet, dann soll die Zelle einfach leer sein. Also scrollst du wieder ein bisschen rüber, tippst wenn falsch an und hier machst du einfach nur zwei Ausrufezeichen. Dadurch wird die Zelle einfach leer gelassen. Und jetzt kannst du auf den grünen Haken tippen und dann siehst du hier 0 Millisekunden. Ja, das also Numbers erkennt automatisch, sind hier Stunden, sind hier Millisekunden, sind hier Sekunden. Das kannst du natürlich in der Formatierung noch anpassen, wie es das Ganze anzeigen soll, aber das passt so. Das ist nämlich nur unser Datensatz hier. Okay, wenn du jetzt im Nachhinein, das könnte ja sein, wenn du jetzt merkst, warte mal, ich habe ja eigentlich mehr gearbeitet, da hat was nicht ganz funktioniert in dieser Automation. Dann kannst du einfach hier in die erste Spalte oder in diese Zelle reintippen, wo dein Datum und deine Uhrzeit drin steht. Und dann kannst du unten über die Tastatur, über diesen Tastaturbutton, kannst du ganz einfach genau dieses Feld öffnen. Und dann kannst du ganz komfortabel sagen, ja stopp, ich habe hier eine Stunde oder ein paar Stunden mehr gearbeitet, ich habe ein paar Minuten mehr gearbeitet und die Formel rechts nebendran erkennt es automatisch. Ja, das ist also wunderbar anpassbar. Damit jetzt in Zukunft, wenn du jedes Mal deinen Fokus aktivierst und deaktivierst, die Formel auch automatisch in der dritten Spalte immer weiter ergänzt wird, muss diese Spalte automatisch mit der Formel gefüllt werden. Und das erreichst du, indem du hier einfach in diese Zelle reintippst, dann tippst du unten rechts auf Zelle und dann auf Zellen automatisch füllen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, einfach diesen gelben Rahmen noch nach oben zu ziehen und damit ist die Formel in jeder Zelle hier enthalten und wird automatisch immer weiter ergänzt mit weiteren Werten. Das heißt, wenn ich jetzt hier reintippe, dann siehst du, jawohl, da ist eine Formel drin, in der Zelle darunter ist eine Formel drin. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder mache, also ich gehe hier den Fokus YouTube, zack, dann wird hier ein Start ergänzt und auch hier ist die Formel mit enthalten. Und wenn ich das Ganze wieder deaktiviere, den Fokus, dann kommt der neue Datensatz hinzu. 0 Millisekunden ist natürlich Quark. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Damit du auch deine Arbeitszeit schön im Blick hast und nicht nur in so einer schnöden Tabellenform, gibt es eine wunderbare Funktion hier in Numbers, nämlich die Pivot-Funktion. Prinzipiell lässt sich auch über Kategorien was abändern. Darauf bin ich in einem Numbers-Video eingegangen, das du dir gerne noch anschauen kannst. Da ist aber das Problem, wenn wir mit Kategorien arbeiten, dann funktioniert die Eintragung in die Tabellen über den Kurzbefehl nicht mehr so richtig. Deswegen nutzen wir die Pivot-Funktion. Tippe dazu an oder markiere einfach deine Tabelle. Tippe unten rechts auf den grünen Button Tabelle. Falls es ein bisschen schnell ging, also Tabelle auswählen, unten rechts auf Tabelle tippen und jetzt kannst du hier in dieser Auswahl Pivot-Tabelle erstellen auswählen und dann tippst du einfach auf dieses Feld hier und jetzt kannst du den Datensatz für deine Pivot-Tabelle auswählen. Natürlich Datum und Uhrzeit und Arbeitszeit.
Und jetzt musst du hier nur zwei Änderungen vornehmen. Die erste Änderung betrifft Datum und Uhrzeit. Unten bei diesem grünen Feld, da ist so ein I. Da tippst du jetzt einfach mal auf das I drauf. Und jetzt kannst du hier die Gruppierung nach abändern. Also das zweite, die zweite Reihe, Gruppierung nach, ist standardmäßig auf Jahr, Monat und Tag eingestellt. Wenn du da reintippst, dann kannst du hier die Ansicht jederzeit ändern auf eine Wochenansicht, auf eine Monatsansicht, auf eine Quartalsansicht und so weiter. Ich stelle das jetzt mal um auf eine Monatsansicht. Dann gehst du wieder zurück. Und was du auf jeden Fall ändern musst, ist die Arbeitszeit, also unten das grüne Feld. Da tippst du auch bitte auf das I einmal drauf. Und hier musst du unbedingt die Zusammenfassung nach abändern von zählen alle auf Summe. Das war's. Dann kannst du auf das X tippen und jetzt siehst du hier wunderbar eine Pivot-Tabelle, die dir die Arbeitszeit im März zusammenfasst. 6 Stunden, 7 Minuten, 0 Sekunden, 0 Millisekunden. Damit du jetzt auch gleich siehst, wie das in Zukunft aussehen wird, ändere ich jetzt hier im ersten Blatt etwas ab. Ich ändere jetzt meine Dummy-Werte einfach mal ab auf einen Monat in der Zukunft. Also ich wähle jetzt hier diese Zelle aus, tippe auf die Tastatur, packe hier einfach mal einen Monat hinzu und in der zweiten, in der Zelle darunter, packe ich auch noch einen Monat hinzu und packe hier noch ein paar Stunden dazu. Ja? Also so könnte jetzt nach und nach können hier natürlich Werte in deinem Datensatz hinzukommen und in der Pivot-Tabelle oben rechts. Das ist dann die Ansicht, mit der du arbeiten kannst. Du siehst, hier hat sich noch nichts aktualisiert. Pivot-Tabellen musst du immer aktualisieren. Das heißt, du tippst hier rein, gehst unten rechts auf Zelle und wählst Pivot-Tabelle aktualisieren aus. Wenn du das machst, dann siehst du automatisch, im März habe ich 6 Stunden, 7 Minuten gearbeitet, im April 6 Stunden. Und wenn du das auf eine Wochenansicht abänderst in der Pivot-Tabelle, dann kannst du das oben über diesen grünen Button machen. Einfach hier drauf tippen, dann bei Datum und Uhrzeit wieder auf das I tippen und die Jahr-Monat-Ansicht abändern auf zum Beispiel eine Jahr-Monat-Tag- oder Wochenansicht und dann ändert sich das entsprechend auf die Kalenderwochen ab. Ja, und so kannst du ganz einfach über den Fokus deine Arbeitszeit tracken und auch im Nachhinein noch Abänderungen vornehmen. Und hier lassen sich natürlich in Numbers wahnsinnig viel mehr Sachen bewerkstelligen und das entsprechend so anpassen, wie du das Ganze brauchst. Schau dir deswegen also auf jeden Fall jetzt als nächstes das Video zu Numbers noch an. Vielleicht sind da ein paar Tipps für dich dabei, die für dich hilfreich sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.